Vogelstraußwetter. Dem armen Strauß wird angedichtet, dass, wenn ihn ein Unglück traf, er seinen Kopf mit Sand umschichtet, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Nun könnte man recht leicht benennen, der Mensch ist weit vom Strauß entfernt, nur muss man manchmal doch erkennen, viel hat er nicht dazugelernt. Klimawandel, Angstgeflüster, Hagelschauer sind normal. Und Gewitter, na, das wisst er, gibt es jeden Sommer mal. In den Bergen, an den Küsten, zuzugeben, fällt's uns schwer. Was wir längst begreifen müssten, diese Wetter werden mehr. Die Erderwärmung kommt leise und still. Ein Blitzschlag verbrennt ein Haus. Man kann nichts ändern, wenn man nicht will. Aus Dauerregen lernt niemand was draus. So wurschteln wir halt weiter wie bisher, auch wenn der Hagel die Menschen erschreckt. Die Konsequenzen des Denkens fürchten wir mehr. Deshalb wird der Kopf in den Sand gesteckt.